Wir lernen heute mal zu sehen und zu begreifen, dass der Mond transparent sein muss. Also ist nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil das die Tatsache ist und weil man das einfach mit dem richtigen Blick, wenn man weiß, wonach man gucken muss, immer wieder feststellen kann. Und zwar folgendes. Angenommen, das wäre jetzt der Mond und der Mond hat ja so Flecken. Und diese Flecken sehen wir jetzt hier, die habe ich jetzt mal in nicht ganz weiß dargestellt, denn ich habe jetzt da diese Löcher etwas transparent gemacht. Das heißt also nicht durchsichtig wie eine Glasscheibe, sondern so leicht transparent. Und man sieht, weißer Hintergrund, die Kreise, die Löcher, je nachdem, oder die Flecken, die leuchten dann auch eher weiß. Und wenn man jetzt hier einfach mal einen blauen Hintergrund dahinter schiebt, dann sieht man, dass diese Flecken bläulich schimmern. So, okay. Ändert man den Hintergrund in braun, zum Beispiel goldbraun oder sonst wie, dann wirken diese Flecken eher bräunlich.